Jetzt. Wird nochmal ein spannendes Finale, wenn es so weitergeht. Und Dietmar und Adrian sind auch nicht so immer noch nicht so einig. Jetzt gerade hält sich Adrian in die perfekte Position, um anzugreifen, am Ende lange Start im Zielgeraden. Ich weiß nicht, ob es sich jetzt schon daneben setzen will. Ich würde es nicht machen. Ich würde warten bis nach dem Tunnel. Ja, Jedenfalls da wird sich zeigt es der sich Mike im. ärgern, weil er hat sich ja mit dem Platz 5 eigentlich schon, den hat er sich ja schon fest eingebrannt. Der war ja schon auf der Quali die ganze Zeit. Aber mal Adrian gucken, hat noch ja hat. alle möglichen Register offen. Oh. Stichstube ohne Ende. Will unbedingt mal an Dietmar vorbei. Aber ich glaube, Dietmar ist abgut genug, um die Lichttube einfach mal zu ignorieren. Ja, gut. Es sind ja auch noch 6 Runden. Jetzt werden sie Jetzt scheinbar doch nervös. Oh ja. besteht die Chance. Das ist dieser kleine Psychoterror, den ich ja vorhin angesprochen habe, den anderen so nervös zu machen und Ja, ihn das so ein Problem bisschen ist, in so einen Fehler. wenn man so nah an seinen Futtermann ranfährt, dann sieht man die Lichttube oder sieht der Futtermann die Lichttube gar nicht mehr, weil er die im Spiegel einfach nicht mehr sieht. Dafür ist er zu nah dran. Ja, aber natürlich, ja. Aber der Dietmar weiß ja, dass der Adrian so drauf ist. Auf jeden Fall ist Adrian jetzt vorbei und Dietmar hängt aber jetzt im Windschatten. Mal gucken, ob es gleich eine Revanche gibt in T1. Die haben ja gar nichts auf ihren Nummernschildern stehen. Was ist denn da los? Alle beide nicht. Oh! Oh. Ei, Setzt sich doch noch daneben. Ach, was für eine freche Sau. ei, ei. Oh, oh, der Drops ist noch Oh, nicht gelutscht. nee, Oh, der oh, war Drops ja jetzt zu jetzt. zweit. Komm, wer sticht zurück? Okay. Ich wollte gerade sagen, so da, also. Das ist das Schöne an der Schikane, da, also das, da muss man vorher sich irgendwie ausgucken, wer jetzt zuerst reingeht. Genau, aber Dietmar hat jetzt so viel Zeit verloren, dass Nils schon wieder dran ist an Dietmar. Ach, ein Hin und Her. Aber was macht denn unser Philipp? Ist er jetzt schon langsam an Thomas dran oder? Na, ist noch genug Abstand da. Unten haben alle noch Zeit, so wieder ein spannendes Finale. Glaube, Adrian hat jetzt die besten Karten, um seinen Platz heimzufahren. Bei Dietmar kann es passieren, dass er jetzt noch Druck von Nils bekommt. So, der Mike ist übrigens wieder zurück auf Platz 5. Ich habe doch gesagt, den will er sich auf jeden Fall wiederholen. Wir haben es wieder verpasst. Herzlichen Glückwunsch. Ja, natürlich. Wir sind die Besten. Also mal wieder einschalten. Es gibt verpassen. Ja, oder der Thomas hat sich zurück, Runden wollte ich schon sagen. Der hat sich jetzt, der hat den Platz zurückgegeben, um jetzt nochmal live im Stream mal mit zu wiederholen vielleicht. Ja, aber wir verpassen es ja trotzdem wieder. Scheint einfach so unser Ding heute zu sein. So, auf jeden Fall haben wir da jetzt Dreikampf und wir sind noch 4 Runden zu fahren. Dahinter haben wir halt auch noch einen Dreikampf und das ist halt schon, diese Entscheidungen zu treffen. Du kannst ja mal gucken, ob bei Dietmar und Nils, ob da irgendwas hier, dann kann ich noch schnell umblenden. Wir bleiben jetzt erstmal hier auf Mike. Ja, Nils und Thomas. Dietmar sind eigentlich zu weit auseinander, als dass da gleich was passiert. Runden, ne? Und Thomas ist dran. Er ist die Schikane gut erwischt und sich dann in Windschatten setzen kann für die Gegengerade. Hat er schon wieder, das sieht aber Der sehr gut aus, hat er schon wieder gute Chancen für die letzte Linkskurve. Matthias Karussell. Fiesel hat gerade unseren Jörg überrundet. Angriff von Thomas. Gleich noch vor der letzten Kurve. Oh, ich habe jetzt nicht gesehen, aber sogar Mike ein bisschen angeschubst hat oder ob Mike von alleine ihn trifft. Oh! Ah, oh, da schickt er erst nochmal ein, das ist aber ärgerlich. Jetzt kommt Hoffentlich ist er Philipp nichts von kaputt hinten. gegangen. Philipp kommt mit 7 Meilenstiefeln jetzt an durch den Geschwindigkeitsüberschuss, den er hatte. Ich könnte wetten, Philipp Ja. greift jetzt in T2 oder T1. Halt in diesen Linksknick. Greift er jetzt gleich an. Setzt sich schon innen rein, ist bestimmt wieder enorm spät auf der Bremse, so wie ich Philipp kenne. Ja. Oh, ein großer Griff von Thomas. Ja, Fahrzeugbeherrschung. Sehr das hat gut. er gut hingekriegt, da Als sich in vor der allem den Außen Platz auf noch der, zu verteidigen. genau, auf der Außenbahn den Platz zu verteidigen. Herzlichen Glückwunsch. Das haben sie wirklich sehr gut gemacht. Aber Philipp ist noch dran. Er wird uns so schnell aufgeben. Kann jetzt natürlich auch schon ein bisschen wieder vom Windschatten profitieren. So, Baldi wird jetzt auch gleich noch überrundet.
Oder die blaue Flagge. Hab ich es gerade gar nicht gesehen, wo der Matthias da steckt. Ah ja, doch. Ja. So. Nächste Runde. Nächste Chance für Philipp in T2. Also Matthias fährt jetzt gleich seine letzte Runde. Kurz bevor er ins Ziel fährt, im Ziel durchlaufen, müssen wir uns auf jeden Fall angucken. So, geht jetzt in die letzte Runde. Sag's Bescheid, wenn er so kurz vor der letzten Kurve ist, dann blenden wir uns. Da hat Sinaldi aber beinahe zerlegt. Da hat er so ein bisschen die Mauer, glaube ich, weiter links geschätzt oder so. So, schalten wir mal auf den Führenden, Matthias, von dem wir heute leider nicht sehr viel gesehen haben, weil er auch ein sehr, sehr ruhiges Rennen gefahren ist. Immer vorne weg, immer 7 Rennstiefel angehabt, nichts anfangen lassen. Das ist immer die Strafe für die Leute, die einsam vorne wegfahren, alles im Grund und Boden fahren. Genau. Die gehen dann leider immer unter. Das ist halt schade. So, letzte Kurve, jetzt auf Startziel. Und ja, Gratulation, Matthias. Ja, echt. Hat er gut gemacht. Blitzsaubere Leistung, würde ich sagen. Ja. 57,07, das ist ja auch schon mal, also nicht schlecht. Dennis, Gratulation. Zweiter Platz, auch sehr, sehr stark. Ich habe nun verloren. Du hast sogar deine Wette gewonnen, kann das sein? Das ist doch nee, zwei. Ich hatte ja den anderen Matthias. Den anderen Matthias hattest du auf 1. Hm. Ja, weißt du, den Pole Position Fahrer auf 1 tippen ist ja einfach, kann ja jeder. Deswegen habe ich gedacht, den nehme ich jetzt mal den zweiten. Aber Mike konnte seinen Platz retten. Thomas, ja, ich sag ja, den hat er heute gepachtet, den 5. Platz. Philipp, vor Adrian, dann Dietmar. Hier ist Bastian. Jörg Bauer und dann der Michael Morgenthal, der ja näher gefahren ist, aber trotzdem ein sauberes Rennen gefahren ist. Also kein Fehler so groß gemacht. Und ich glaube, wir bitten jetzt die ersten drei auch zum Interview. Wir fahren jetzt ins Parc Fermé. Das ist so schön. Wow. Gemacht, um die da einzublenden, aber das sieht man im Stream richtig gut. Also gar nicht, oder was? Gar nicht, nein, aber ich versuche das jetzt nochmal kurz. Vielleicht habe ich ja Glück und... Das ist ja fein gemacht. Ah. Oh Gott, das artet jetzt ins totale Chaos aus. Ja. Wir machen jetzt hier so ein bisschen... Kannst du das Ganze ja mal kommentieren, wie toll ich das mache? Ja, schöne South City Häuser Besichtigung. Aber ich weiß, ich finde mich zurecht, ich muss jetzt hier. Wir suchen recht. Jetzt die Boxengasse. Mhm. Sehr schön. Ja, die Parc Fermé Idee war sehr, sehr gut, aber wir müssen da dran feilen, bis zum nächsten. Ja, also das ist ganz nett, die sind jetzt alle da so schön reingefahren. Soll ich die, den Dennis. Und, ja, und du, Matthias, pull sie mal her, ja, Moment. Ja, tut mir leid. Ja, in unserem Parc Fermé stehen sie. Anzoomen. Aber, ich glaube, das reicht so. Bild gerückt mit unglaublich wenig Aufwand. Yep, da. Sind alle da? Ja. Also, nee, der. Genau, der Dennis. Wer ist denn jetzt hier Matthias F. Fieselau sozusagen, ne? Haben wir das richtig gesagt die ganze Zeit? Ja, richtig. Ach, Eti, genau. Ist schon gut, wenn man sich so gut in der LFS-Szene auskennt und alle Namen dann auch kennt. Gratulation zum Sieg! Ja, danke schön. Wie war das denn so für dich? Ja, ich habe ja von Pole gestartet und
Dann war nur die Frage, ob ich in der ersten Kurve nach vorne bleibe oder nicht. Das ist halbwegs gelungen, obwohl der Dennis mich da ein bisschen bedrängt hat. Aber ja, danach hatte ich gleich eine ganz gute Phase, ganz schnell ganz gute Runden gefahren. Ja, dann zwischendrin mal ein bisschen die Konzentration verloren, aber dafür, dass ich nicht so viel trainiert hatte, war ich eigentlich ganz zufrieden. Lief ganz flüssig, hat Spaß gemacht. Wir haben auch gute Nachricht für dich: Fürs nächste Rennen brauchst du gar nicht trainieren, weil dann wirst du disqualifiziert. Plus eins. Ach, das ist ja nett. Nein. Sauberes Rennen von dir, also wirklich sehr gut. Wir waren ja begeistert von deiner Pace. Ich habe ehrlich gedacht, dass Dennis dir vielleicht sogar noch ein bisschen mehr auf die Stoßstange rückt, aber in der ersten Kurve konnte er sich nicht ganz durchsetzen, wie du schon gesagt hast, und dann hat er doch ein bisschen Anschluss verloren. Dennis selber überrascht von der Pace, oder hast du das schon so erwartet? Ja, ich habe eigentlich erwartet, dass ich im Mittelfeld mitfahre hier, weil er hat schon lange kein LFS mehr gefahren. Aber der Matthias hat mir dann heute Nachmittag oder kurz vorm Rennen noch sein Set gegeben und das war eigentlich ganz gut. Das hat dann geholfen, da vorne mit drin zu sein. Und wie er schon gesagt hat, erste Kurve war wichtig, weil ich wusste, dass die einzige Chance, wenn ich ihn kriegen will, dann muss ich den T1 versuchen. Weil vom Speed her hatte ich keine Chance. Hätte nur dann den Möbeltransporter spielen können. Aber, ja. Besser als erwartet. Und doch recht wenig Action, leider. Marco, du darfst. Ja, ich würde das eigentlich auch schon fragen. Also das geht auch an Matthias und Dennis. Also das ist ja so ein bisschen so ein einsames Rennen. Dann ist, glaube ich, eher so der Kampf mit der eigenen Konzentration. Ne? Aber das hatte Matthias ja eigentlich schon so ein bisschen beantwortet. Ja, und ansonsten wollte ich nochmal den, was ist das auf Platz 3? Christoph, wie war dein Rennen? Ja, am Anfang so die ersten 10 Runden so ein bisschen Dreikampf zwischen Hanfa und dem Fire Mike. Konnte dann an Hanfa vorbeiziehen, er hat einen leichten Fehler gehabt, konnte dann auch am Fire Mike vorbei. In der Schikane war eine haarige Sache, konnte mich dann aber absetzen. Ich denke, der Mike, der hat dann irgendwie einen Schaden gehabt. Ja, ansonsten konnte der Hanfa so zwischendurch noch ein bisschen aufholen. Hatte dann wohl aber auch 2 Runden Verschluss, einen Fehler in der Schikane und glücklicherweise dann am dritten mit der Ausführungsrunde ohne Sprit dann in den Parc Fermé. Okay, also da war es relativ knapp. Ich hatte auch so, ich habe ja LFS auch nicht mehr so lange gespielt. Ich dachte auch erst, es gibt noch Probleme mit Reifen, aber selbst Mike ist ja mit wilden Drifts, auch mit grünen Reifen, dann noch ins Ziel gekommen. Also das scheint da gar kein Problem zu sein momentan, oder? Relativ unproblematisch, ja, das stimmt. So, halten sich so bei 60 Grad. Ich glaube, bei Matthias war es etwas höher von der Temperatur, ne, aber schon. Ja, der XRG ist ja ganz unproblematisch bei solchen Sachen und der Tank reicht ewig und die Reifen halten ewig und eigentlich ist das Auto ja ausgelegt für 2 Stunden fahren und die Reifen sind dann immer noch nicht durch. Ja, muss man halt eher gucken in der Stadt, dass man da sauber durchkommt und sich die Aufhängung nicht kaputt macht. Das war heute wichtiger, als auf Reifen zu achten oder so. Ja. Wie sind dann eure Erwartungen für die nächste Woche? Ich hoffe natürlich, dass ihr nächste Woche auch am Start seid. Ja, also bei mir sollte es klappen. Erfahren bin ich die Kombo noch nie mit dem Auto. Wird sich die Woche über mal ergeben. Aber ich sollte theoretisch auch da sein. Allerdings weiß ich ehrlich gar nicht, wie die Strecke aussieht. Ich glaube, die ist nach meiner Zeit zur LFS dazugekommen. Aber kann nicht viel anders sein als die heute eigentlich. Ja, ich gucke auch, dass ich nächste Woche da bin. Strecke gefällt mir, Auto noch mehr. Ja, vielleicht überlege ich mir, ob ich gar nicht trainiere oder Qualisausen lasse oder so. Das kannst du auch einfach was. Kannst du aber ein Zusatzgewicht mitnehmen oder so? Nee, das ist nicht so. Aber ja, ich hatte mir zwischendrin auch überlegt, ob ich nicht einfach mal mich zum Dennis zurückfallen lasse oder so, weil es war wirklich ein bisschen langweilig und ich glaube, nächste Woche sollte es wieder erwarten, wieder passieren, dann gönne ich mir, glaube ich, den Spaß und suche mir dann einen Zweikampfpartner. Also da gucke ich dann nächste Woche auch drauf, dass ich dann auf jeden Fall irgendjemanden habe, mit dem ich dann schön kämpfen kann, egal wo ich bin, vorne, hinten, ist ja egal.
Ja, wobei die Strecke heute so einen Sekundenschlaf ja auch nicht zulässt, ne? Also das ist ja ein bisschen die Gefahr auf dieser Kombo hier, ne? Wenn ja, man unkonzentriert ist, gerade in der Schikane, kann es ja auch schnell vorbei sein, ne? Ja gut, das stimmt schon. Also man muss halt in der Schikane, da muss man halt wirklich 42 mal sauber durchkommen, aber sonst ist das jetzt auch nicht so anspruchsvoll, im XRG durch die Stadt zu fahren. Aber ja gut, klar. Schikane ist halt bei Esso Classic das richtige... Ja, also ja, ihr könnt übrigens auch für nächste Woche gerne noch den einen oder anderen dazu einladen, damit das für euch auch spannender wird. Der eine oder andere. Ja, heute hat ja kurzfristig jemand abgesagt, der wäre, also ich glaube, der wäre sogar bald besser gewesen als ich. Also der ist ziemlich schnell, das war ein bisschen schade. Also mit dem hätte ich mich auf jeden Fall zwei Kämpfe leisten können, also... Das wäre lustig geworden. Ja, da freue ich mich schon drauf, wenn der Philipp dabei ist. Ich hätte auch eigentlich gedacht, dass der Jay heute noch mitfährt, aber der hat es irgendwie nicht geschafft, zeitlich von der Arbeit da zu sein. Ich glaube, mit dem hätte es auch dann Spaß gehabt. Ja, wobei der fast zu gut ist wahrscheinlich. Ja, der hätte Zusatzgelöst bekommen. Achso, okay. Aber du hattest ihn ja zumindest auf dem Nummernschild dabei. Richtig. Und Gedanken war dabei. Ja. Ach, sehr schön. Ja, dann bedanken wir uns bei euch für das Rennen und lade die Leute für nächste Woche gern ein. So schön, wenn das Fahrerfeld voll wird. Danke schön für die Ausrichtung. Und ja, bis nächste Woche. Danke. Jo, tschüss. Danke, bis dann. Danke, ciao. Ciao. Toi. So, gibt's von uns jetzt noch irgendwas zu sagen, Marco? Ja, es sind nette Jungs. Ich freue mich auf nächste Woche. Und ja, wünsche auch dem Podium einfach ein bisschen mehr Action da vorne, ne? Also im Mittelfeld haben wir ja wirklich einiges zu sehen. Und ich glaube, wenn wir jetzt zum Beispiel den Philipp oder den Adrian fragen würden, der könnte einiges berichten. Aber klar, Matthias und Dennis waren heute wirklich allein auf weiter Flur, ne? Aber ja, so ist das halt manchmal. Genau. Wie gesagt, nächste Woche geht es dann weiter mit dem XRT und SO6. Also die Strecke ist etwas größer, XRT ist etwas schneller. Start wird wieder 20.30 Uhr sein. Und wir würden uns freuen, wenn ihr einschaltet. Jo. Dann verabschieden wir uns. Schönen Abend noch. Bis nächste Woche. Tschö. Ciao.